Hallo, in diesem Teil geht es um die richtige Kommunikation mit dem Tauchguide, vor allem um Unklarheiten und Missverständnisse für ein umweltbewusstes Fotografieren zu vermeiden. Daher muss schon vor dem Tauchgang mit dem Guide besprochen werden, was der Fotograf erwartet. Für ein umweltbewusstes Fotografieren unter Wasser dürfen auf gar keinen Fall Tiere umgesetzt oder sogar verletzt werden. Der Stab oder Pointer dient nur zum Zeigen der Tiere durch den Guide und nicht um diese zurechtzurücken. Der Fotograf muss dem Tauchguide auch unter Wasser klar signalisieren, dass ein Umsetzen oder Zurechtrücken eines Tieres niemals stattfinden darf. Auch der Fotograf sollte komplett auf den Pointer verzichten. Dieser wird gerne als Tarierhilfe im Sand oder im Riff eingesetzt, ist aber eine große Gefahr für die dort lebenden Tiere. Ein Mimik-Oktopus zum Beispiel lebt unter dem Sand und kann vor dem Stab nicht fliehen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Stab nicht mehr eingesetzt wird und die Fotografen stattdessen lieber ihre Tarierung trainieren. Tschüss, bis zum nächsten Teil!